Computer Center ist ein großartiges Unternehmen. In diesem Jahr peilen wir die 2 Milliarden Euro im Umsatz an und wir sind über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur allein in Deutschland. Wir wollen weiter wachsen. Dafür brauchen wir interessierte, begeisterte Kolleginnen und Kollegen, die Spaß daran haben, sich weiterzuentwickeln. Heute auf der Nacht der Technik im Erftkreis wollen wir zeigen, was wir alles können. Und wir erhoffen uns davon, dass wir euch dafür gewinnen, für uns zu arbeiten, mit uns zu kämpfen, zu streiten, aber vor allen Dingen weiterhin erfolgreich zu sein. In diesem Teil des Rundganges können wir die Logistik sehen, wie die Hardware bei uns eingelagert wird, bevor sie in der Konfiguration veredelt wird und konfiguriert wird. Wir können einen kurzen Abschnitt in die Serverkonfiguration sehen, nachdem wir ein bisschen reingeschnuppert haben, was die Cloud anbetrifft, werden wir uns kurz die Refresh-Ware ansehen von gebrauchter Ware, die bereinigt wird und von Daten gelöscht, bevor ich die Besucher dann wieder in den nächsten Teil der Runde entlasse. Der IS-Stand. Hier beschäftigen wir uns mit dem digitalen Arbeitsplatz, der natürlich ganz viel Interessantes aufzuweisen hat. Insbesondere, wenn man in die Zukunft schaut. Ja, virtuelle Realitätsbrillen werden Einzug halten in den Arbeitsplatz. Das schafft ganz viele neue Arbeitsplätze, ja, an die wir heute noch gar nicht denken werden. Die digitale Arbeitswelt von morgen wird auch ganz viel Spaß machen. Wir sind jetzt am Stand der Personalabteilung angekommen. Hier geht es hauptsächlich darum, was bietet Computer Center denn für Karrieremöglichkeiten. Von der Ausbildung bis hin zu Fach- und Führungskraft bis ins hohe Management bieten wir da ganz viele Positionen an. Zudem werden wir hier darauf eingehen, was denn das Arbeiten bei Computer Center so ausmacht, warum wir hier gerne arbeiten, welche Benefits Computer Center bietet und was wir ansonsten noch für tolle Möglichkeiten haben. Ich freue mich heute sehr, bei Computer Center, bei der Nacht der Technik in Kerpen dabei zu sein. Wir suchen bei Computer Center in allen Bereichen tolle Talente. Wir suchen aber besonders auch klasse Frauen. Und ich kann nur sagen, in Zeiten der Digitalisierung waren die Chancen für Frauen so gut wie nie zuvor. Heute im Rahmen der Nacht der Technik haben wir verschiedene Praxisstationen für die Besucher. Zum einen die Mikroprozessortechnik oder auch die Datenlöschung der Festplatten sowie Server oder auch QR-Codes. Dort können die Besucher sich anschauen, wie funktioniert das überhaupt, in welcher Verbindung hat Computer Center mit den Inhalten was zu tun, und praktische Beispiele sind auch natürlich gegeben.